Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Thimbleweed Park. Ja, wir haben beim Wettbewerb mitgemacht und immerhin einen Trostpreis gewonnen. Und müssen mal gucken, was wir jetzt als nächstes tun müssen. Also, wir müssen irgendwie in die Gruft kommen. Aber bevor wir uns dem weiter widmen, letzte Folge ist mit ihm ja was passiert. Und jetzt können wir ihn wieder anwählen. Und ich bin ganz gespannt, was jetzt passiert, wenn ich ihn anklicke. Also, mal schauen. Seid ihr auch so gespannt? Achtung, es geht los! Ja. Okay. Okay. Also ich bin mir sicher, dass er hier nicht war zuletzt. Er war zuletzt, glaube ich, wie die anderen im Hotel. Kein Spruch, kein gar nichts, kein Hinweis, nichts. Erstmal ein bisschen stärken hier. Okay. Ach so. Ja, sie hatte ich da ja wirklich abgestellt. Könnt ihr euch ein bisschen unterhalten? Hier? I don't trust that clown. He's up to something. That's just your cholerophobia talking. It's more than that. He smells like urine. Yeah, that must be it. Na gut. Okay, ja, da bin ich mir auch nicht mehr so richtig sicher hier. I'm not sure Willie committed the murder. He had opportunity, motive and means. He actually had none of those things. Go tell it to the Arrestron. I need to get into that factory. Ja, Ray interessiert sowas nicht. Reyes hat aber natürlich eher ein Gespür dafür, wenn jemand vielleicht zu Unrecht für das beschuldigt wird. Nice chatting, Agent Ray. Schließlich ist er ja hier, um das Vermächtnis seines Vaters reinzuwaschen. Dem ja der Brand in der Fabrik in die Schuhe geschoben wurde. Das wissen wir ja schon aus dem Tagebuch. So, wo machen wir denn jetzt weiter? Vielleicht mal mit ihm. Oh, I'm, you know, really dead. It's just starting to, you know, sink in. I'm never gonna hold my Dolores again. I never told her how proud I was of her for getting that job designing games. I was, you know, too afraid of what Chuck would think. Now I'm dead. I don't remember who killed me or why I'm trapped in this hotel. I need to find a way to escape from here. There has to be a way out. A magical book or a spell? Oh, Franklin, now you're going insane. That only works in games. Ja, zum Glück ist das ja hier ein Spiel. Warte mal, Bücher haben wir da... Hier! Ach, was! Hä, war das schon immer so? Konnte ich das immer schon lesen? Also, Gebrauchsanweisung, Auflage 3, Überarbeitung 2. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen. Bitte platzieren Sie ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine sachgerechte Fixierung. Rezitieren Sie die Worte aus Appendix A in Richtung des Buch der Toten. Sollte Appendix A fehlen, denken Sie sich was aus, ist eigentlich egal. Ab 3 Jahren kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Ja. Copyright 1265 bis 1987, alle Rechte vorbehalten, kein Teil dieses Buchs darf kopiert werden, weder physisch noch spirituell, ohne schriftliche Bestätigung des Autoren, ob lebend oder tot. Okay. Ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Lizenzierter Altar. Haben wir alles noch nicht, glaube ich. Warum blinkt es jetzt hier? Nee, alles noch okay. Können wir... Wo ist denn Dolores eigentlich gerade? Ach, sie ist noch hier. Können wir ihr das Buch der Toten geben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Tochter sollte das Thanks machen. A lot. Ja, herzlichen Dank. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch ein bisschen hier
bei Franklin und guck nochmal auf die Buhu-Liste. Besuche Chucks Gruft zum Abschluss. Gelang in das Penthouse, flüchte in das Jenseits. Okay, hoffnungslose Dinge, die ich tun sollte. Ja, hier besuche Chucks Gruft. Vielleicht ist das auch ein Weg, vielleicht über ihn von innen das aufzumachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass es erstmal gut wäre, wenn wir uns jetzt nochmal mit Virgil unterhalten. Und was ist denn das? Ein Geisterkuchen? The glow makes the cake look delicious. Können wir uns davon ein... Du kannst nichts nehmen. Kann ich das zappen? That doesn't use electricity. Kann ich darauf pusten hier? Kerzen auspusten? It doesn't have any candles to blow out. I'd just blow frosting in my face, knowing my luck. Und es ein bisschen kühlen? Stop that. I don't like frozen cake. Na gut. Also Virgil, wie sieht's aus? Hi Virgil. Hi Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. Aber ich dachte, für heute ist Feierabend. Hat er das nicht selber gesagt, der Xavier? Warum auch immer er hier das Sagen hat? Ja, ich hätte echt ein bisschen Appetit. Darf ich vielleicht? Can I have some, you know, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. Ich habe Hunger, also ja, also weil ich gern einen hätte. Ja, komm hier, Mitleid vielleicht, vielleicht. How about taking pity on a, you know, poor soul? I can't waste a slice of cake for that pathetic reason. Oh, okay, sorry. Thanks anyway. Okay. Na, müssen wir mal gucken, ob uns noch ein Grund einfällt. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spellbook and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know, except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Okay. See you soon, Virgil. In dem Fall... Guck ich nochmal irgendwas Lebendes aus der Nähe des Grabes. Flowers left over from a funeral. Tatsächlich. A flower from the cemetery. Okay, das könnte ja... Könnte ja so gemeint sein, oder? So, jetzt hier, wir sammeln uns alle hier vorne. Und auch das gebe ich Thank hier you. An Dolores, die sich sehr herzlich bedankt. Sehr schön. So, also... Finde das geheime Buch der Beschwörung, das haben wir schon. Gelang in das Penthouse und dort in den geheimen Raum des Penthouses. Okay. Für das Penthouse müssen wir die Dame im Fahrstuhl. It's a button to call the elevator. Davon überzeugen, dass wir doch hoch dürfen. Das können wir ja. Can't cope with the boredom anymore. Talk to me now. Aha. Okay. I'm not very good at talking to, you know, strangers, but I'll give it a try. Ich wollte gerade noch sagen, vielleicht können wir ja jetzt mit ihr reden. Das war ja anfangs nicht erlaubt, aber aus der Langeweile heraus dürfen wir es jetzt scheinbar, oder wir machen es halt einfach trotzdem. So, Clara, what's life like as, well, you know, a ghost? For starters, it's not life. Of course, but you know what I mean, right? What's it like? It's like being a ghost. Ach so. Aha. Ja klar. How come you're so, you know, upset all the time? That's unfair. I'm not upset all the time. I'm just a little hungry right now, and that makes me angry. That happens to me too. There should be a word for that. Ja, schade, dass es dafür kein Wort gibt. What can ghosts, you know, eat? As a ghost, it's hard to find food that we can eat. My particular weakness has always been ice cream cake. But I'm stuck in the stupid elevator and I can't get any. Na, okay. Okay, vielleicht kriegen wir da was besorgt. Habe ich das gerade gefragt? What do you, you know, want to eat? I'm rather fond of ice cream cake. So but ähnlich, Xavier ne? says I can't leave the elevator. Ja, vielleicht können wir da was für dich regeln. Can I, you know, please go to the penthouse? No. Please. No, you're not my friend. I don't know you anything. Okay. Bye, Clara.
I can't. Ja, ja. Hier einmal rein. So, ich habe einen guten Grund, was ich mit dem Kuchen will. Can I have some, you know, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. Hab ich. Hier, Clara. Clara hätte gerne. How about Clara said she wants some, you know, cake? For Clara? That changes everything. For her, I'd do anything. Here, take a slice. Just make sure you tell her it's from me. Thanks. I'll do that. Cool. See you soon, Virgil. So, und sie sagte ja Eiscreme-Torte, wenn wir das jetzt also ein bisschen runterkühlen. Voila! Ja. Now it's ice cream ghost cake. Perfekt. So, Verehrteste. Ich habe hier eine über... Nicht Rede. Ich habe hier keinen Geben. You know, I don't know what I mean when I say, you know. You know, I don't know what I mean when I say, you know. Okay. Herrlich. Das trifft ein bisschen meinen Humor, muss ich gestehen. Oh, it's just the flap doodle again. Hey. Das ist aber nicht sehr nett. Would you like this, you know, ice cream ghost cake? Oh my, you shouldn't have. That's so kind of you. So. Actually, it's from Virgil. I think he, you know, likes you. Really? Well, I never. That's delightful of you to deliver it. Thank you so much. I feel much better already. So. Now, what did you want to ask me? Nun, ich würde gerne in das Penthouse vielleicht. Can I? But you know, please go to the penthouse now. All right. I'm tired of listening to Xavier, that old fustelugs. Maybe you can figure out how to get rid of him. Oh, you know, that sounds pretty confrontational. I don't know. Don't be so pigeon-livered. You should stand up for yourself. Yeah. Oh, okay. I suppose you're right. Yeah, genau. Good. It's decided then. Just push that penthouse button for yourself when you're ready. I won't cool. stop you anymore. Das ist nett, aber vorher hatte Company, ich noch andere Sachen. Thank goodness you're back. Ja. Hier. Weißt du vielleicht, wie, also, you know, also, nun ja, wie, also, wir, verstehst du? So, Clara, do you know how you died? I was dancing at the hotel ball with my husband, and then I felt a horrible pain in my side and I woke up dead. I was in the hotel too, I think. I just remember a flash and then I woke up dead. I think we were all murdered in the hotel. There is something creepy about this place. Okay. Don't you get bored being stuck here for all eternity? The first 50 years are hard, but then you get used to it. New guests show up, and it's fun to figure out what scares them. I also love this new invention you have called TV. I love when one of the guests is watching I Love My Cat. That show is so funny. Okay, ein Nerz für Tiere. Oh, das sollten wir uns merken. Da, ja, wir können auch nochmal nachfragen. Das ist immer ein guter Hinweis darauf, dass es wichtig war, wenn man das in die Dialogen nochmal benutzen kann. und ich habe auch noch eine Idee, was wir da vielleicht nachher mal tun müssen. Schauen wir mal. So, Xavier Verantwortung übertragen. Ja, 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 okay. Who put Xavier, you know, in charge? No one. He just arrived one day and the next thing I knew I was on boring elevator duty. He's a fustelugs and a klezomaniac too, but no one will ever challenge him. You seem like someone who won't take guff from anyone. Maybe you can. Well, I don't know. Yeah. I'm not really the type, you know. How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. He took us to Chuck's funeral the other day. Chuck is my brother. Now you're just name-dropping. Okay. Bye and good luck, Clara. So, wir kommen jedenfalls jetzt ins Penthouse. Aber ich glaube, das wird nichts bringen, solange nicht Dolores auch ins Penthouse kommt. Schauen wir mal. I can't believe I finally made it to the penthouse. Mm-hmm. Who's that now? What are you doing here? You know, just looking about.
I suppose I'll allow that, as long as you don't annoy me. Ja, wie nett. Ha, Staubkorn. Ach echt? Ich habe jetzt das Staubkorn weggepustet? Das geht? Das war keine Absicht. Ich dachte... Ah ja, gut. Ich glaube, die tauchen sowieso irgendwo random immer auf. Cool, dass das geht. So. Hier sehen wir schon eine Tür mit so Runen dran. Irgendwelche Zeichen. Gehen wir gleich hin. Jetzt möchte ich erst mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Was ist das? Ein leuchtender Kristall? Was ist das? Stay away from my crystal. Was ist das? Kann ich den auch umpusten? Stay away from my crystal. Oder Seppel? Stay away from my crystal. Oder Kühl? The crystal is impervious to your pathetic attempt at chilling. You barely stop ice cream from melting. Ja, immerhin. There's no water to splash there. Okay. Chuck was always better than me. Verzage. Sehr gut. Ja, okay, Saver, hey, alte Socke. New Ghost, I told you not to bug me. Sorry, bin schon wieder weg. Nee. Ja, ich würde... Ja, das würde ich jetzt echt gerne. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, New Ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability. And you'll never get it. Okay. Huh. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Na klar, yes, ja. You know, only hypothetically. Okay, ja. Hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Das klingt fast schon zu einfach. Das möchte ich gleich auch sagen, aber vorher sind wir noch mal einmal höflich. Can I please have the crystal, so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, New Ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er das jetzt sagt. Sorry, you know, ja. To bother you, Xavier. Ach, Franklin. Ach, Franklin. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Als Lebender nicht der Mutigste und im Tod geht es. Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Okay. What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Xavier? Hey, New Ghost, I told you not to bug me. Ja, ja, aber ich habe da eine Frage, die ich dir aber nicht stellen kann, scheinbar. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Okay. Na, okay, das heißt, wir kommen da so erstmal auch gar nicht rein. Ja, okay. Ach, guck mal hier. Das Staubkorn ist wieder da. Das ist aber nett. So. Also, das scheint ja nun der Weg in die Gruft zu sein. Ach Gott, jetzt, ja. Den ganzen Weg. Braucht das jetzt? Ich fürchte aber, also Clara ist ja so nett und lässt Franklin hoch, aber ich glaube, die Lebenden dürfen immer noch nicht, oder? Ja. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Mhm. Ja gut. Und man kann hier nicht den Charakter wechseln. Genau, das hatte ich mir noch gemerkt. Das heißt, wir können auch nicht einfach mit ihr hier drin stehen bleiben und warten, bis... The elevator isn't on this floor. Und dann mit Franklin quasi den Knopf drücken. Das klappt so auch nicht. Oder eben von hier das herrufen, das funktioniert halt leider nicht. Das hatte ich damals rumprobiert, aber die Lösung ist, glaube ich, eine andere. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Stock das war. Aber wir wissen ja schon, dass hier die gute Clara gerne einen Nerz für Tiere guckt. Aha. Genau. Hier steht nämlich dieser Fernseher rum und wir können ja zum Glück hier Strom
durch Gegenstände schicken als Geist. Man hat ja hier so einige nette Fähigkeiten. This channel is just static. I should find another channel. It's now showing I love my cat. So. Na? What is that on the TV? Haha. Oh my, it's my favorite. I love my cat. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. Sehr schön. Ach, guck mal, wie glücklich sie jetzt guckt. Ja. Das hat gut geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich beim ersten Durchspielen hier an so manchen Rätseln gesessen habe. Es gab auf jeden Fall so ein, zwei Stellen, wo ich nicht sofort weiterkam. Ich weiß nicht mehr, bei diesem Rätsel kann ich es echt nicht mehr sagen. Das ist mir jetzt halt wieder eingefallen. Oh, was passiert jetzt? Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Cleta's in so much trouble next time I see her. Okay. Ja. Also, wie gesagt, einiges habe ich vergessen, aber an manche anderen Dinge kann ich mich noch ganz gut erinnern. So, und hier kommen wir jetzt rein und aha. Ganz schön dunkel hier, ne? So. Ist die Tür jetzt eigentlich... Jetzt ist die Tür auf. Heißt das, wir kommen jetzt auch mit Franklin da rein eigentlich? The elevator isn't on this floor. Ja, 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 ja. Ja, wir kommen jetzt rein, wo die Tür aufsteht. So. Ich glaube zwar, dass wir hier dann... Wir brauchen den Kristall, damit wir hier was machen können. Steht das jetzt hier eigentlich drauf? Chucks Gruft besuchen. Okay, das kriegen wir noch hin. Das geheime Buch der Beschwörungen und Flüchte in das Jenseits. Also... Na sowas. Ist hier gar nicht auf seiner Liste, nochmal mit Dolores zu reden. So, da ist das Buch der Toten und die Blume. Benutzen wir es The drauf. Book is glowing. Ah ja. Und kann ich das jetzt vorlesen? It's glowing. But I can't read the text. Maybe I'm not the one who's supposed to read it? Okay. Du vielleicht? Rede mit Buch der Toten. Mumbo jumbo. Mumbonius jumbonius. Let me visit my dead relatives. Ah, okay. Ach, verstehe. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. Ah ja, wie weit kommen wir denn jetzt hier weg? Some weird ah, ja, power okay. is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. Okay. Aber immerhin, und wir können jetzt hier rein. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Können wir den jetzt hier umseppen? Ja, hat geklappt. Teil 5. Die Lesung. Ah, okay. Oh, das ging jetzt ja schnell. Now, all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Ah, yes. Mm-hmm. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all okay. of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've got to be kidding. What? Oh, my. Ooh! Doug likes farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy.
Well, I never! Come along, Peter and Chucky! We're leaving! Teil 6. Die Fabrik. Teil 5 war erstaunlich kurz. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Das glaube ich aber auch. Ich finde, was schon sehr deutlich wird, ist, dass Dolores die eigentliche Hauptfigur hier ist, oder? Also es ist ihr Onkel, mit dem hier sich alles dreht, und die anderen, das sind doch alles nur Nebencharaktere. Oder sieht das irgendjemand anders? Also wenn ich hier gucke, also ihn finde ich noch einigermaßen interessant. Mit seinem Vater, das wird jetzt auch noch kommen. Sie finde ich total blass, ehrlich gesagt. Und Ransom, ja gut. Ransom, ja, ist halt eine Witzfigur, ne? Also auch nicht so ein richtiger Main-Character, mit dem man sich identifizieren kann. Und Franklin, ach ja, der ist halt tot. Der kann sich auch nicht so richtig bewegen, überall. Also ich finde schon, sie ist eindeutig die Hauptfigur in diesem Spiel. So, hier, ich war mal der Erbe von Pillowtronics und alles, was ich kriegte, war dieses blöde T-Shirt. It's a Pillowtronics T-Shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Okay. Können wir da reingucken? Also, will ich das? Können wir das? Sollten wir das? It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. Ja, genau. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. So, Franklin, können wir noch irgendwas tun miteinander hier? Nee, du möchtest nur noch ins Jenseits flüchten. Du bist quasi durch. Mit ihr reden geht nicht mehr. I'm very proud of you. Na gut, so, wir können hier jetzt nochmal zurück. Also ich denke, irgendwas müssen wir mit ihm bestimmt noch tun. Aber jetzt gerade sind uns die Aufträge ausgegangen. Okay, also als nächstes in die Fabrik. Ja, wir wissen ja auch, wo der Schlüssel ist. Wir können ja gerade nochmal hingehen. Ich meine, die Folge neigt sich jetzt auch langsam dem Ende zu. Aber wir können mal schauen. Gab es hier eigentlich noch irgendwas mitzunehmen? Nein. Achso, ich wollte hier noch... machen wir hier noch ein bisschen Blödsinn vorher. Entschuldigung. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwie an so einen blöden Token kommen für... Welcome to Quickie, pal. Can I help you find anything? Ja. Für die Arcade-Halle. Und vielleicht kriegen wir ja hier... Na? Aha. Na? Jawohl. Rülps. It looks hungry. I don't have an extra finger, though. I'm here to serve. Okay. Schön, jetzt rülpst sie. Ja, das habe ich gehofft, dass sowas passiert. Okay. Natürlich alles aus Maniac Mansion. Dürfte auch bekannt sein. Und falls nicht... Meine Güte, falls nicht, dann entgeht euch hier aber eine Menge. Also... Wenn man dieses Spiel kennt, aber Maniac Mansion nicht, dann kann ich nur empfehlen, es gibt zufällig auf meinem Kanal ein Let's Play davon. Guckt das erst. Weil, also dann versteht man ja das allermeiste nicht. Oder fällt mir auf, das wollte ich dringend nochmal nachschauen. Hilfe? Nein. Zurück. Text und Sprache, Textanzeige, Textgeschwindigkeit, deutscher Text, ja. Video, nein. Da, hier. Blöde Insider-Witze, genau. Die beziehen sich nämlich auf die Spiele. Das habe ich auch nicht verstanden. Also es gibt hier zwei Optionen, die neu eingepatcht sind. Jetzt machen wir doch nicht das, machen wir zum Ende hier noch ein bisschen Trivia zum Spiel noch. Also das eine, was man hier einstellen kann, ist das Klopapier vorne oder hinten.
Warte, zeige ich euch noch kurz. Das machen wir jetzt super schnell. So, nächstes Mal gehen wir dann da rein. Aber das eine ist, weil die Standardeinstellung ist tatsächlich... Warte, bei Video war es. Zack, da. Ist, dass das Klopapier hier so nach hinten rollt und da gab es Leute, die sagen, was, man hängt doch Klopapier, da so hängt man doch kein Klopapier auf. Und andere, die sagten, na was, natürlich so und nicht anders, wie hängst du denn dein Klopapier auf? Und das fand ich dann ganz nett, das haben sie dann hier mit einem Patch, hier, da sieht man es auch, reingemacht. Und ich würde auch sagen, Klopapier gehört auf jeden Fall nach vorne, wer Klopapier nach hinten hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das andere, also hier, diesen DLC... Warnung, die englische Sprachausgabe des DLC Ransom Unbeeped enthält vulgäre und möglicherweise beleidigende Ausdrücke, die nicht für Kinderohren geeignet sind. Lasse ich auch ausgeschaltet, nicht wegen den zarten Kinderohren von euch, sondern wie gesagt, weil ich es mit Beep lustiger finde. Das ist ein DLC, der kostet irgendwie 1,50 oder so, ne? Also ist mehr ein Gag und kann man mal machen. Einfach um die Entwickler noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Ne? Für 1,50 für so einen Gag finde ich okay. Und das dritte, Insider-Witze, die sich halt auf die anderen alten Spiele beziehen, sind natürlich eingeschaltet. Ich verstehe es nicht ganz. Also es gab wohl Leute, die sich beschwert haben, dass hier zu viele Anspielungen auf die alten Spiele sind. Und deswegen haben sie auch diese Option reingepatcht, dass man quasi dann die Insider-Witze ausschalten kann. Aber ich frage mich, also ganz ehrlich... Also, das ist doch mit das Beste an dem Spiel, dass man hier die ganze Zeit auf so einem Nostalgietrip ist und lauter alte Sachen findet, wie die Pupsi und die fleischfressende Pflanze und Chuck die Pflanze und überhaupt. Also, das kann ich nun echt nicht nachvollziehen, warum man das ausschalten sollte. Verstehe ich nicht ganz. Weil ich mich sowieso frage, gut, okay, ja doch, also es ist für sich genommen sicherlich auch ein gutes Spiel, aber so richtig, also die ganze Qualität entfaltet es doch erst, wenn man einen Bezug hat zu den Originalvorlagen, also zu Maniac Mansion und Zack McCracken. So, bei Zack McCracken gestehe ich halt ein, da erkenne ich vielleicht auch nicht alles, aber trotzdem das meiste und ich finde das dann klasse. Naja, egal. So, das war jetzt noch mein Rant hier zum Abschluss und ja, noch so zwei, drei Infos halt zu den Hintergründen oder was sie halt hinterher reingepatcht haben. Wie gesagt, das andere, was neu ist, ist die Arcade-Halle und ich hoffe doch wirklich sehr, dass wir da noch eine Möglichkeit finden, an den Automaten zu spielen. So, das soll es dann jetzt aber für heute gewesen sein und beim nächsten Mal gucken wir dann, dass wir an den Schlüssel für die Fabrik kommen. Bis dahin bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin, macht es gut und tschüss.